Nach dem Tod einer Schwangeren haben Zehntausende Menschen in ganz Polen gegen das rigide Abtreibungsrecht in ihrem Land protestiert. Auf Protestzügen hielten Demonstranten Fotos der 30-jährigen Isabella hoch, die in einem Krankenhaus gestorben war. Sie war in der 22. Woche schwanger und mit schweren Komplikationen eingeliefert worden. Nach Angaben von Frauenrechtsgruppen ist sie das erste Opfer des seit einem Jahr geltenden, nahezu vollständigen Abtreibungsverbotes. Obwohl die Ärzte theoretisch die Schwangerschaft hätten abbrechen können, weil das Leben der Mutter gefährdet war, hatten sie Angst und warteten auf den natürlichen Tod des Fötus. Hätten sie früher gehandelt, wäre die Frau noch am Leben. Das ist eine tragische Geschichte, die mich sehr zum Weinen gebracht hat und über die ich nicht hinwegkomme. Ich bin hierher gekommen, um zu zeigen, dass ich mit der Tragödie und mit der ganzen Situation nicht einverstanden bin. Ich habe große Angst vor dem, was passiert. Ich habe eine Tochter im gebärfähigen Alter und rate ihr davon ab, im Moment schwanger zu werden. Polens oberstes Gericht hatte mit Unterstützung der Regierung im Oktober vergangenen Jahres auch die Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten für verfassungswidrig erklärt und damit das ohnehin schon sehr restriktive Abtreibungsrecht weiter verschärft. Seitdem gab es immer wieder Massenproteste gegen das Urteil.